JVA Frankfurt in Preungesheim. Spätestens seit den Anschlägen von Paris und Brüssel gelten Gefängnisse auch in Europa als Brutstätten für Extremisten und islamistische Attentäter. Alle sind sich einig, dagegen muss dringend etwas unternommen werden. Aber was? Mustafa Cimcit ist Pädagoge, Religionswissenschaftler und Imam. Seit 2012 ist er Gefängnisseelsorger für muslimische Gefangene. Einer der ersten in Hessen. Bei seiner Arbeit geht es nicht nur um klassische Seelsorge. Auf dem Spiel steht weit mehr. Cimcit will verhindern, dass sich Muslime hinter Gittern den Islamisten anschließen. Seine Arbeit ist nichts anderes als Terrorprävention. In Frankfurter Gefängnissen gibt es Versuche, Menschen zu radikalisieren. Wir haben auch radikalisierte Gefangene, mit denen wir Gespräche führen. Das sind Prozesse, die nicht von heute auf morgen laufen, sondern es sind Begleitung. So verstehen wir auch die Seelsorge. Die Seelsorge ist natürlich keine Deradikalisierungsarbeit, sondern die Seelsorge bietet Halt, bietet Gehör, bietet Gespräch an. Wir hören zu, wir begleiten den Menschen in seiner Not. Jede Radikalisierung ist auch ein senden ein Notsignal. Das heißt, ich brauche Hilfe. Ich verstehe die Dinge falsch. Ich bin so extrem, dass ich eine Gefahr für andere Menschen bin. Und dieses Signal zu verstehen und diesen Menschen zu begleiten, das ist auch ein Teil der Seelsorge. Über 200 Kilometer fährt Mustafa Cimcit täglich von seinem Heimatdorf in der Pfalz in die JVA Frankfurt. Über 100 muslimische Gefangene betreut er dort hauptamtlich. Alleine. Manche der Männer hatten sich dem sogenannten IS, dem Islamischen Staat, angeschlossen. Anderen wird vorgeworfen, einen islamistischen Anschlag in Deutschland geplant zu haben. Die meisten aber sitzen wegen Raub, Drogenhandel oder Körperverletzung. Sie sind keine Extremisten, aber die Gefahr ist groß, dass sie welche werden. Überall in deutschen Gefängnissen fehlen Fachleute, um Hassprediger zu bekämpfen. Und das, obwohl Mustafas Arbeit eindeutig Erfolge zeigt. Seine Ausbildung als Imam und Korankenner verschafft ihm Respekt. Die Gefahren sind ja nicht nur innerlich. Es können auch draußen, von außen eine Gefahr kommen. Tatsächlich, ein böser Mann greift mich und meine Frau an. Nur beispielsweise. Ich kann nicht sagen, was interessiert mich meine Frau, was interessiert mich mein Kind. Das geht nicht. Ich muss meine innere Angst überwinden und mich für sie einsetzen. Und sagen, stopp. Was erlauben Sie sich? Lassen Sie meine Frau, meine Kinder in Ruhe. Und wenn ich da einschreite und dann gibt es einen Konflikt, einen Streit und ich werde verletzt, das ist der kleine Dschihad. Und zwar eine Gefahr von außen abwehren. Das war jetzt ein kleines Beispiel. Und wenn man das dann auf die gesamte Gesellschaft, auf ein Land überträgt, ne, wenn ein Land angegriffen wird, muss sich dann die Armee dieses Landes verteidigen, ist dann auch der kleine Dschihad. Ja. Und daher kommt auch dieses Dschihad-Verständnis, was wir in der Öffentlichkeit ja in eine ganz andere Ecke haben. Ja. Wie Dschihad ist ja kein Terrorismus. Dschihad steht gegen Terrorismus. Ja, genau.
Aber leider verstehen Sie das jetzt falsch momentan. In der öffentlichen Diskussion kommt das zu kurz, klar. Nicht jeder ist ein Fachmann. Und wir unterhalten uns jetzt darüber, wie wir als Muslime das richtig verstehen müssen. Es ist ja nicht ein anderes Bild auch für Islam und nicht dieses schlechte Wir Muslime müssen erstmal unseren Glauben richtig verstehen. Deswegen müssen wir uns auch darüber unterhalten. Ein Nicht-Muslim hat ja nicht die Pflicht, den Islam zu verstehen und umzusetzen. Aber wir als Muslime haben diese Pflicht. Also müssen wir in erster Linie dieser Pflicht nachkommen. Lernen, umsetzen, verstehen und wenn jemand fragt, auch antworten können und sagen, ich als Muslim, bei uns ist es halt so, das verstehen wir unter Dschihad. Ein Muslim ist derjenige, von dessen Zunge keine verbale Gewalt, von dessen Hand keine tätliche Gewalt und wenn dessen Unterleib keine sexuelle Gewalt, keine sexuelle Gefahr ausgeht. Keine verbale Gefahr, keine tätliche Gefahr, keine sexuelle Gefahr. Das ist die Definition von einem Muslim. Das ist der wahre Islam. Das ist der Islam, den der Prophet uns lehrt. Ganz genau. Wiesbaden. Hier treffen sich Mitglieder des Jugendbildungsprogramms Kompass Muslimische Jugendbildung. Der amerikanische Generalkonsul in Frankfurt und sein Vertreter besuchen Mustafa Jimshid und seine Kollegin Misbah Arshad. Sie wollen mehr über das preisgekrönte Jugendbildungsprogramm Kompass erfahren. Die Mainzer Pädagogin und Religionswissenschaftlerin Misbah Arshad hat das Antiradikalisierungs- und Präventionsprogramm entwickelt. Unterstützt wird sie dabei von Mustafa Jimshid. Kompass richtet sich an muslimische Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren, Mädchen und Jungs. Es geht um eine kritische Auseinandersetzung mit Islamismus, Dschihadismus und Salafismus. Herzlich willkommen zu Kompass muslimische Jugendbildung. Das sind unsere Jugendlichen. Und wir machen gleich nochmal eine Kennenlernrunde. Okay. The community is also proud. Wir sind alle sehr stolz auf Ihren Besuch. Danke für die Einladung. Wir freuen uns auf die Gespräche mit den Jugendlichen. Ich hoffe auf einen interessanten Austausch. Haben Sie Angst vor uns? Was? Was? Ich setze mich in die Mitte. Ihr könnt euch auch gerne aufteilen. Für mich? So. Ich wollte, bevor wir jetzt wirklich inhaltlich einsteigen, euch noch ein bisschen erzählen, was Kompass überhaupt ist, was wir hier machen, wieso wir hier zusammenkommen mit den Jugendlichen. Im Grunde genommen, uns einfach kurz zu halten, es geht darum, muslimische Jugendliche zu empowern. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen, dass sie lernen, mit Diskriminierung umzugehen. Der antimuslimische Rassismus ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das sehen wir in den jüngsten Bewegungen wie Pegida zum Beispiel. Und uns geht es darum, dass wir die Jugendlichen bestärken. Dass sie auch lernen, mit Diskriminierung umzugehen. Das auch einzusortieren und auch emotional zu verarbeiten. Oft sehen wir auch gerade bei den radikalisierten Jugendlichen oder in dieser Szene, dass oft auch Diskriminierungserfahrungen Grund sind, dass sie radikal werden. Das ist so die grobe Idee. Und das Ziel von Kompass ist, wo wollen wir hin, was wollen wir am Ende erreichen? Wir möchten den muslimischen Jugendlichen das Gefühl vermitteln, dass sie hier beheimatet sind, dass Deutschland ihre Heimat ist. Davon gehe ich aus, davon gehen wir beide aus. Wer sich hier beheimatet fühlt, wird diese Gesellschaft nicht angreifen. Ja. Aber ich denke nicht, dass ich Türkin an sich bin, weil ich hier geboren bin und hier aufgewachsen bin und immer noch hier lebe. Und Deutsch ist auch meine zweite Muttersprache. Und ich kann nicht nur Türkin sein, ich kann nicht nur Deutsch sein, weil ich beides in mir trage und
zwei Herzen in mir trage, einerseits die Türkei, einerseits Deutschland. Also ich kann nicht sagen, dass Türkei mein Heimatland ist, weil ich nicht denke, also weil ich mich nicht so fühle. Wenn ich jetzt in der Türkei bin, dann fühle ich mich eher im Urlaub oder für so einen Monat bei meinen Familienverwandten. Und wenn ich hier in Deutschland bin, dann fühle ich mich zu Hause, hauptsächlich jetzt in Eisenberg. Und das ist mein Heimat. Durch die eigene biografische Erfahrung haben wir gelernt, dass muslimische Jugendliche in ihrem Alltag sehr vielen Fragen ausgesetzt sind, tagtäglich. Was ist Islam? Was bedeutet das für dich? Was ist ein, was ist Dschihad? Was ist Scharia? Was ist die Position von Mann und Frau? Wir versuchen eben, dass diese Fragen gemeinsam in so einem Seminar dann aufgegriffen werden und diese Jugendlichen dieses Thema mit uns erarbeiten. Wir geben Inputs und sie sollen mitdenken. Mitdenken und Antworten auf diese Fragen auch mitgestalten selbst. Damit sie diesen Fragen sagen wir, kompetent begegnen können und auch selbst weiterdenken und zum Denken anregen können. Ihre Freunde, ihre Nachbarn, ihre Mitmenschen. Das ist wie so eine zweite Familie für mich geworden. Wir haben ja vorher im ersten Modul haben wir uns jede Woche getroffen, jede zweite, und da lernt man einfach, wie man damit umgeht. Zu sagen, ja, ich bin Moslem, ich bin stolz darauf, Moslem zu sein. Und einfach diese Kritik, einfach diese Hinterfragen, so ja, warum muss ich es denn sein, wenn ich diese Religion habe? Diese Menschen, die sind psychisch nicht normal oder, ja, und das bin nicht ich. Das ist meine Religion, ich glaube daran. Ich kritisiere dich auch nicht, nur weil du dich so in diese Religion hast. Wir lernen einfach damit umzugehen und stolz darauf zu sein, was wir sind. Mainz, Heimat von Misbah Arshad. Misbah Arshad kam als Zweijährige mit ihrer Familie aus Pakistan nach Deutschland. Sie studierte in Frankfurt Religionswissenschaft und Diplompädagogik mit dem Schwerpunkt Jugend- und Erwachsenenbildung. 2013 zog sie nach Mainz. Hier gründete sie Kompass, muslimische Jugendbildung, und schreibt an ihrer Doktorarbeit zum Thema Erziehung und Bildung im Islam. Inzwischen ist Misbah Arshad eine gefragte Expertin zum Thema Schutz muslimischer Jugendlicher vor Radikalisierung. Vor kurzem wurde sie vom Jimmy Carter Center in Atlanta in die USA eingeladen. Die Stiftung setzt sich weltweit für Menschenrechte ein. Haben wir das komplett ausgemacht, den Herd, ne? Heute bekommt Misbah Besuch von ihrer besten Freundin. Azize stammt aus einer traditionellen türkischen Familie. Vor Jahren hat sie Misbah den Islam nahegebracht und sie zum Kopftuchtragen animiert. Soll ich dir Tschüsschen geben? Ja, okay. Komm mal. Du kannst dich schon mal hinsetzen. Wir haben gerade auch auf dich gewartet gehabt. Ja, gemacht. Mach es dir so bequem, wie du es haben möchtest. Ja, genau. Sie hat damals noch kein Kopftuch getragen. Das kam dann erst mit der Zeit. Ich war auch zunächst überrascht, habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass sie sich plötzlich dafür entscheidet. Hat mich sehr gefreut. Und ja, teilweise bist du ja dran schuld, sage ich mal. Weil ich habe mich ja eigentlich schon so mit Islam davor beschäftigt gehabt. Aber das war eher so auf der Kopfebene. Und als ich dich dann kennengelernt habe, war das für mich so ein schon so eine Vorbildfunktion. Also im Sinne von auch, dass man betet, ne? Mhm. Dass man das kannte ich alles vorher, aber so, dass man das auch im Alltag dann umsetzt und dass es auch leicht eigentlich ist, also dass es nicht etwas ist, was jetzt einem schwerfallen muss oder was schwierig ist. Also zu wissen, da ist ja jemand, ne? Der macht das schon, und du musst eigentlich nur mitziehen. Also du bist nicht diejenige, die jetzt, sage ich mal, das neu anfängt und Neuland betretet, sondern du machst eigentlich nur, was deine Freundin eh schon macht, und
das ist dann, denke ich, schon so eine sehr große Erleichterung von vornherein. Als wenn ich jetzt allein auf der Schule gewesen wäre und die Erste wäre, die Kopftuch trägt, wäre das ganz anders vielleicht gewesen. Also da hätte ich vielleicht noch länger Zeit gebraucht oder so, ja, keine Ahnung. Ja. Weil für mich war das auch eine sehr, sehr schöne Zeit, auch mit dir zusammen. Vorher, aber auch noch mehr nachher, nachdem du das Kopftuch getragen hast. Ja. Weil ich ja auch alleine war auf der Schule mit Kopftuch. Und, da warst du nicht mehr alleine. Da war ich nicht mehr alleine. Nein, ja, da hatte ich eine Freundin, die mich auch versteht, wenn ich auch mal selber Probleme hatte in der Schule. Eine Leidensgenosse. Ja. Teilweise war meine Familie schon geschockt, als ich anfing, Kopftuch zu tragen, weil für die war das erstmal so. Also natürlich, die kennen, was Kopftuch ist. In der pakistanischen Kultur gibt es ja auch eine Kopfbedeckung bei Frauen. Aber dass ich das so auch dran halte, ne? Und das durchziehe. Und nicht jetzt sage, ich mach mal so. Oder dass ich das auch zum Beispiel trage, wenn meine Cousins da sind. Das waren meine Familie nicht gewohnt. Weil auch in der pakistanischen Kultur ist man da eher lockerer. Da geht man damit um. Und zwar heißt die Übung Mein Name. Es geht darum, dass wir uns nicht nur mit unserem Namen vorstellen, sondern auch ein bisschen dazu was sagen, was bedeutet mein Name und welche Herkunft steckt dahinter und welche Geschichten fallen mir zu meinem Namen ein. Und auch am Ende vielleicht einfach auch nochmal kurz, wie möchtet ihr in der Runde hier genannt werden? Danke. Die Schüler, die Latein wussten, das ist mein Seelsorger. Die haben dann gesagt, oh, ein Mädchenname, Mustafa. Bis ich dann rausgefunden habe, dass Mustafa was Besonderes bedeutet, der Auserwählte. Ab dann habe ich reingehauen und gesagt, weißt du, was Mustafa bedeutet? Nö, sag ich, der Auserwählte. Oh, du Angeber! Die meisten nennen mich Jim. Aber meine Frau ist Japanerin. Und in Japan heiße ich Jimo. In Hawaii, wo ich lange war, heiße ich Kimo. In Lateinamerika, in San Salvador und Guatemala dagegen Diego. Nun nennen mich die meisten interessanterweise Boss oder Chef. Ich mag Jim am liebsten. So nennen mich meine Freunde. Mein Name ist Manat. Es hat die Bedeutung Leuchtturm oder führt zum Licht. Geschichten habe ich nicht wirklich, außer dass ich in der Schule Mana oder Mana genannt werde. Und es kann eigentlich niemand wirklich aussprechen. Vor allem, wir hatten viele Türken in der Klasse. Und ja, die haben. Du bist von den Türken diskriminiert. Ja, Wenn du so warst, ja, ja, auf Arabisch wird es ausgesprochen Mu'az, aber das gefällt mir irgendwie nicht. In Marokko ist es halt so, dass also Mariam, der Name wird halt sehr oft verwendet, so heißt eigentlich fast jeder. Und wenn ich nach Hause komme in Marokko, dann rufen immer so, Mariam, komm mal runter. Und dann also antworten die drei Leute, ja, ich komme. Und dann ist es halt richtig gut. Ich heiße Lawrence. Ich weiß nicht, was Lawrence bedeutet eigentlich. Lawrence from Arabien. Ja, das auch. Aber natürlich. I believe. Ich weiß, dass Lawrence kommt von Laurel und Laurel bedeutet Crown. Ich weiß nicht, wie sagt man Crown auf Krone. Krone. Und ja, eine Geschichte von meinem Namen, als ich ein Kind war. Nicht so lange. die meisten schwarzen Kinder hatten arabische oder afrikanische Namen. Und ich, Lawrence, sehr englisch. Und ich dachte, oh, ich will auch ein arabischer oder afrikanischer Name als Kind. Und meine Mutter hat immer gesagt, aber das ist der Name deiner Urgroßvater.
und du darfst stolz darauf sein. Und ich dachte, okay, das geht schon. Aber Karim wäre besser. Aber ja, ich bin Lorenz. Ich heiße Jonas Erengül. Mein Name kommt aus dem Türkischen, heißt Delfin. Jonas heißt also Delfin. Und eine Geschichte dazu fällt mir wirklich nicht ein. Was heißt das? Delfin. Delfin. Genau. Im Türkischen werden Delfine in Anlehnung an den Propheten Jonas, Yunus genannt. Jetzt denkt er, das ist ein Name, das ist ein Delfin-Name. Misbah Arshad hat neben Kompass noch eine weitere berufliche Aufgabe, die ihr sehr am Herzen liegt. Seit Juni 2015 ist sie muslimische Seelsorgerin im Frankfurter Frauengefängnis. Eine der ersten überhaupt in Deutschland. Einmal in der Woche betreut sie eine kleine Gruppe Frauen unterschiedlicher Herkunft. Die Bandbreite der Haftstrafen ist groß, von der U-Haft bis hin zu lebenslänglich. Wie Mustafa hat auch sie sich zum Ziel gesetzt, muslimische Gefangene vom Extremismus fernzuhalten oder wegzubringen. Assalamualaikum. Ja, so halbwegs. Wie geht's Ihnen? Was heißt denn halbwegs? Oh, ich muss mich noch an die ganzen Zeitumstellungen gewöhnen und das macht mich zu schaffen. Assalamualaikum. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Allah sei Dank. Alles ist noch sehr provisorisch. Das wöchentliche Treffen findet im Besucherzentrum statt. Es gibt weder einen Gebetsraum noch einen Ort für persönliche Gespräche. Die muslimische Frauenseelsorge ist eine Art Testlauf. Man will erst mal sehen, wie groß das Interesse ist. Zusammen entwerfen die jungen Frauen eine Gebetsnische. Wenn alles klappt, soll sie später im neuen eigenen Gebetsraum die Richtung nach Mekka zeigen. Misbah Arshad hat in kurzer Zeit das Vertrauen der Frauen gewonnen. Sie würden sie am liebsten jeden Tag sehen. Frau Arshad, wollen Sie mitmachen? Nö. Warum? Ich mache sowas zu Hause schon genug. Allahu Akbar. Allah. 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 Al-Badru alayna min thaniyat al-wada. Wir singen eine Runde. Wir singen eine Runde und dann Essen wir. Das muss doch mal kein Kauf. Ja, das Ding kann nicht hier andauernd stehen und du erwartest von uns etwas zu tun. Das Konzentration! Macht die Konzentration total kaputt. Ich fange von vorne an. Tala'a al-Badru alayna. من ثنيات الوداع طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع Stopp. Arabisch, unten drunter, Türkisch, ach so. Unten drunter Deutsch. Auch noch. Dann geht's wieder los. Auch noch. Auch noch. Englisch finden. Ja. Und dann noch die Kaya im Hof. Ja. Und sagt, Misbah Arshad ist gerade von einer mehrwöchigen Reise in die USA zurückgekommen. Dort besuchte sie in mehreren Bundesstaaten Gefängnisse und Behörden, die gegen islamistischen Terror kämpfen. Wiederum haben wir nach gebetet, also jeder halt für sich. Aber wir haben immer Dua für sie gemacht, damit sie halt. Oh, ihr seid so süß. Hi, danke. Wieder zurückgekommen. Ja. Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin. Und wir freuen uns auch. Auf den Alltag vor allem, das war
Marathonreise. Bei Arbeitsumschluss hat Lele immer mich gefragt. Wann kommt die Frau Aschert? Wann kommt die Frau Aschert? Die hat mich verrückt gemacht. Also wir haben uns in Washington sehr viel auch mit Leuten getroffen, die Position haben, sage ich mal. Ja. Es gibt auch eine Sicherheitsorganisation, sie nennt sich Homeland Security. Also die kümmern es sich um vieles, was Sicherheit intern betrifft. Und die haben ein Paper herausgebracht und lehnen es ab. Also Paper heißt, sie haben einen Brief, den jeder einsehen kann, im Internet auch geschrieben, wo sie darauf hinweisen, dass man sowas wie Islamismus nicht sagen soll, Dschihadismus nicht sagen soll und haben auch begründet, wieso. Und es geht darum, dass man nicht stigmatisiert. Also stigmatisiert heißt etwas abwerten. Das Problem beim Thema Islamismus, also ihr wisst ja ganz genau, was mit Islamismus gemeint ist. Weiß jeder? Ja? Ist also, schon gleich an zu weinen, Frau Aschert. Wieso? Sie wissen, ich bin emotional und wenn ich sowas sehe, fange ich einfach an zu weinen. Das ist traurig. Es ist Realität, aber wir müssen uns damit beschäftigen. Es ist traurig, sowas zu hören. Ja. Warum weinst du? Was hat dich jetzt genau berührt? Alles, Kitty. Ganze Thema. Warum hast du geweint? Warum? Hier, wisch deine Tränen ab. Ich habe geweint, weil überall Krieg herrscht in unseren Ländern. Ja, die haben halt in diesem Schreiben darauf hingewiesen, dass man das nicht sagen soll, weil es die Verwechslungsgefahr zwischen Islam und ja, den Radikalen so nah ist. Und dass wir sehen das ja auch, dass immer wieder, wenn sowas passiert, auch jetzt nach Paris, dass der antimuslimische Rassismus steigt und dass viele Menschen, die weder mit Religion noch mit Islam im Alltag oder in ihrem Alltagsleben damit zu tun haben, dass sie dann halt auch sehr schnell verwechseln zwischen den normalen Muslimen ganz genau, und den man Radikalen. Man wird automatisch mit reingezogen. Genau, und man muss sich rechtfertigen, man muss und dergleichen. Ja, also das ist immer so die Schwierigkeit. Und die waren verwundert, dass wir einfach, also sie sagen zum Beispiel auch nicht Islamischer Staat, die lehnen das ab, das so zu nennen, weil sie sagen, wenn wir das so sagen, dann erkennen wir an, dass es ein Staat ist. Nein, stopp. Die Leute sind alle. Nein, ich gebe dir ein Beispiel. Wenn sie in den Wald reinschreien, so schallt es zurück. Ist einfach so. Wenn natürlich mir irgendein Christ, ein Deutscher, zu mir kommt und sagt, ja, warum seid ihr Moslems so, warum kriegt ihr die Leute die Köpfe wegschneiden, dann sage ich erstmal stopp. Dann nehme ich den vor mich und tue nicht ihn auch aggressiv anmachen. Dann werde ich ihm das ganz loyal erklären. Hör mal zu, mein Lieber, unsere Religion ist nur der Frieden. Diese Menschen, die das machen und unseren Namen benutzen, die haben mit uns nichts zu tun. Ja, die haben nichts mit Islam zu tun. Die haben mit dem Islam gar nichts zu tun. Das muss man den Menschen erstmal erklären. Nehmen wir doch mal den Pierre Vogel. Was für ein Typ ist schon bitte Pierre Vogel? Der nichts auf die Beine gekriegt hat und dann geht er auf die Barrikaden und redet die Halbwissenden auch noch dazu, um sein angeblich klares Islam zu verbreiten. Ja. Warum ist sein Islam der klare Islam und nicht? Warum ist das nicht mein Islam, der klar ist? Das Problem ist mit Terrorismus oder mit egal was, das hat nicht nur mit Islam zu tun. Das hat auch mit dem Mensch zu tun. Das sind Menschen, die haben noch nichts im Kopf. Und die gehen und die sagen, hier, ich werde kämpfen und ich werde sterben und ich gehe zum Paradies. Wenn du sagst, lies mal ein Surah vom Koran, der kennt die nicht. Die sind alle noch Jugendlichen, die leider von anderen falschen Leuten mit dem anderen Falschen getroffen, die haben dem einfach Gehirnwäscherei gemacht. Und dann sind die total völlig auseinander. Dann sehen die nur sterben. Und das ist die Fehler. Wenn die Jugend Drogenprobleme haben, die keine Aussicht mehr in der Zukunft haben, die nur noch an etwas sich klammern und die wissen nicht, ob das Richtige ist oder das Falsche. Und meistens ist es das Falsche, indem sie nach unten gehen und diese schwarzen Masken aufziehen und danach angeblich Dschihad ausüben. Mein Abi sagt das gerade, die haben alle Masken. Aber warum? Ich habe Videos gesehen von vielen Leichen von der IS. Diese Terroristen haben die Judenkreuze gefunden und so. Und ich frage mich manchmal, wer hat mehr Nutzen davon? Die Juden haben zurzeit richtig, also ich sag mal, die Juden. Die haben richtig Ruhe zurzeit. Die bauen ihre Mauer gerade. Ja. Was redest du? Ich habe dich nicht verstanden. Für mich
als Muslim steht nicht die Frage, also persönlich, dass Juden da sind, ob sie berechtigt sind oder nicht. Das meinst, die sollen ja auch da leben, Hodjam. Die Sache ist, die Gewalt, die da herrscht, die muss schnellstens gelöst werden. Ja, natürlich. Und wenn da Unrecht passiert, die muss behoben werden. Ja. Egal, welche Seite schuld ist, der Aggressor muss gestoppt werden, sei es auf jüdischer, sei es auf muslimischer Seite, sei es auf israelischer, sei es auf palästinensischer Seite. Der Aggressor muss gestoppt werden. Es kann nicht sein, dass wir als Muslime gegen Juden sind, das wäre lächerlich. Einfach diese Wertschätzung, Vielfalt, auch in der Sprache, dass es was Tolles ist und dass es nicht etwas, was hemmt, sondern es bereichert. Und dass die Kinder das halt im Alltag auch so wahrnehmen und mitkriegen. Und es gab dann halt auch Fälle, wo dann halt nur ein Kind diese Sprache sprach, ja, und kein anderer. Und das war dann was Besonderes. Ja, ich kann mehr, so nach Auto, ne? Das könnt ihr nicht. Ja? Und das wurde auch den Kindern so vermittelt. Ja? Nicht so, du bist Außenseiter, sondern du hast jetzt was dich einzigartig macht. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir die Jugendlichen dahingehend stärken, dass sie ihre Identität so präsentieren, dass sie nicht mehr als fremd wahrgenommen werden. Right. Und sagen, das ist meine Heimat. Right. Ich bin hier zu Hause. Auch wenn ich muss die Freiheit selbst haben, mich als Deutscher, als Türke, ich kann auch sagen, ich fühle mich als Pfälzer, als Hesse, als Bayer. Diese Freiheit sollte ich haben. Und wenn ich selbst sage, ich bin ein Bayer, dann möchte ich auch so genannt werden, wie ich möchte als Mustafa genannt werden. Ich wollte wissen, was er über Amerikas Melting Pot denkt. Und er sagte, es war eine lange Antwort. Ich sagte, unter Melting Pot versteht man typischerweise einen Topf, in den man weißen, gelben, verschiedenfarbigen Käse gibt. Wenn man den Käse mischt, erhält man eine einheitliche Masse, eine Farbe, eine Kultur. So war Amerika nie. Die Schönheit Amerikas besteht darin, dass hier viele Menschen zusammenkommen und eine neue, gemeinsame Kultur entsteht. Aber sie behalten auch einen Teil ihrer Kultur. Wir feiern in Amerika viele christliche Feste, aber auch Ramadan. Die Menschen können ihre eigene Identität, ihre Kultur, ihre Traditionen beibehalten und doch gemeinsam eine neue, stärkere Kultur schaffen. Mich gibt es als Mus'ab den Jemeniten, aber auch den Mus'ab als Deutschen. Also ich habe mehrere Persönlichkeiten, wenn man so sehen will, also mehrere Eigenschaften. Ich bin zum einen Mus'ab der Deutsche, aber ich bin nicht immer Mus'ab der Deutsche, sondern ich kann auch Mus'ab der Muslim sein oder Mus'ab der Sportler sein. Also ich bin verschiedene Personen in einer Person. Ich habe mehrere Gesichter, wenn man so sehen will. Weil das finde ich in Amerika immer so faszinierend, dass die Amerikaner sagen, I'm American Indian, I'm American Pakistani, I'm an American Muslim. Und das geht bei euch nie so über den Mund, ne? Das geht nie so raus. Das ist so, man würde sich nie als Deutsch-Türkin bezeichnen. Ja, ich glaube, das hat auch was mit den Menschen hier zu tun. Die würden es uns auch niemals so benennen. Also das hat auch was mit den Menschen hier zu tun, nicht nur mit uns alleine. Und also in der Klasse werde ich auch nicht Deutsch-Türkin genannt, sondern einfach nur Türkin. Und das wiederum setzt sich halt in unsere Köpfe ein. Und dann denken wir, wir sind sowieso nicht von den Deutschen, also wir werden sowieso von den Deutschen nicht als Deutsche bezeichnen. Von daher können wir uns selbst nicht als Deutsche bezeichnen. Das erinnert mich an meine erste Diplomatenstelle in Ägypten. Ich kümmerte mich um die Visa und hatte täglich mit vielen Menschen zu tun. Bevor sie gingen, sagten einige, wann spreche ich nun mit einem Amerikaner? Und ich, nun, ich bin Amerikaner. I am American. Was meinen Sie? Und sie, nein, wir meinen einen richtigen Amerikaner. Ich dann, das bin ich. Etwas anderes kriegen Sie heute nicht. In Amerika sind wir daran gewöhnt, dass alle so unterschiedlich aussehen. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass man mich nicht als Amerikaner sehen könnte. Schon gar nicht in der amerikanischen Botschaft.
Aber dadurch habe ich nachgedacht, was bedeutet es für mich, Amerikaner zu sein? Meine Familie lebt seit über 200 Jahren hier. Wir fühlen uns sehr amerikanisch. Nobody can define who you are. You have nur ihr habt das Recht zu entscheiden, wer ihr seid. Wenn ihr türkisch sein wollt, gut. Ihr wollt deutsch sein? Auch okay. Lawrence entscheidet das nicht. Nur ihr. Nur ihr bestimmt, wie ihr euch sehen wollt. Gebt diese Macht keinem anderen. Das ist mein Rat. Sind alle glücklich? Gut, dann können wir gehen. Vielen Dank und alles Gute. Es hat mich gefreut. Danke, mich auch. Bis zum nächsten Mal, wenn ich eingeladen werde. Ich hoffe. Kommen Sie doch mal ins Konsulat. Vielleicht, wenn mein Englisch besser ist. Wir üben im Konsulat. Eisenberg in der Pfalz. Hier wohnt Mustafas Bruder Yasser und dessen Familie. Seine Tochter Faiza ist von Anfang an bei Kompass muslimische Jugendbildung. Der gesamte Jimchit-Clan lebt in einem Umkreis von 2 Kilometern. Also wir sind in Eisenberg. Eisenberg ist ein Dorf oder eine Stadt. Kreis, Donnersberg-Kreis in Rheinland-Pfalz und 11.000 Einwohner. Wir sind die Migrantenkinder, die erste Generation. Ich bin der erste Generation, zweite. Und Faiza ist dritte und Salia ist dritte Generation. Warum, dass ich hier bin? Weil die Eltern waren hier. Und die Eltern kamen 1968 und mein Vater als Gastarbeiter. Und ich kam 1980 als Gastarbeiterkind und halt danach habe ich meine Ausbildung hier absolviert und als Maschinenbautechniker jahrelang gearbeitet und bin ich jetzt zurzeit ein Berater, das heißt ich arbeite hier als Berater, ja, hauptsächlich über die Migranten, dass ich noch Migranten beraten kann. Hallo. Also, das ist meine älteste Tochter. Bist du gelaufen? Ja. Kübra ist verheiratet und gleichzeitig studiert. Ja. Eisenberg ist, doch, ich vermisse es schon, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin ein Dorfkind, also es ist Kleinstadt, ist familiär, jeder kennt jeden, ist schön heimisch. Und als ein Dorfmädchen fühle ich mich in Wiesbaden auch manchmal ein bisschen verloren. Ja, aber wer weiß, vielleicht komme ich irgendwann zurück. Ja, kann ich nicht wissen. Wir haben jahrelang zusammen in einem Zimmer Zeiten verbracht. Von daher, also es war sehr schwer, nachdem sie geheiratet hat, allein zu schlafen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Möge Allah annehmen, inshallah. Guten Appetit. Heute ist ein wichtiger Tag für die Muslime. Der Fastenmonat Ramadan ist zu Ende. Traditionell feiert die Familie gemeinsam das letzte Fastenbrechen. Die Jimschits hängen an ihren türkischen und muslimischen Traditionen. Dennoch sind sie in Deutschland angekommen. Die Pfalz ist ihre Heimat geworden. Mainz am Rhein, Treffpunkt der muslimischen Jugendbildung Kompass. Wir machen heute Passanteninterview. Und zwar zum Thema Islam. Ich habe jetzt so Fragen vorbereitet mit Mustafa, die wir uns vorstellen, es wäre interessant zu hören, gerade für euch als Jugendliche. Ihr seid zumindest die Mädels ja als Muslime erkennbar, die Kopftuch tragen. Und es geht auch einfach mal zu gucken, was für Reaktionen da kommen. Es kann sein, dass das sehr, sehr positive Reaktionen sind.
Es kann aber auch sein, dass da sehr negative Reaktionen kommen und dass ihr angepöbelt werdet. Falls es passiert, einfach cool bleiben und nicht drauf eingehen. Euch nicht rechtfertigen, euch nicht anlegen. Das ist sehr wichtig, weil wir sind heute nicht hier, um uns als Muslime zu erklären. Okay? Normalerweise finden die Trainingseinheiten in Seminarräumen statt. Heute müssen sich die Jugendlichen in der Innenstadt bewähren. Ziel der Übung ist es, ihr Selbstbewusstsein als Muslime zu stärken, sie abzuhärten gegen Kritik und Ablehnung. Ach so, okay. Hast du auch nicht mitbekommen? Nein. Welches Thema? Also, es geht um das Thema Islam in Deutschland. Oh nein, das ist zu gefährlich. Nee. Ding, die wie Bomben gehen so nee. Entschuldigung, haben Sie vielleicht eine kurze Zeit für ein Interview? Was? Und zwar, wir sind Kompass muslimische Jugendbildung. Wir hätten so ein paar Fragen, und zwar. Gehört der Islam für Sie zu Deutschland? Wenn ja, wieso? Oder wenn nein, wieso? Ich habe nichts verstanden. Gehört der Islam für Sie zu Deutschland? Gehört der Islam für Sie zu Deutschland? Nix. Sie verstehen es nicht? Ja, ich verstehe. Für mich bedeutet er nichts. Okay. Das heißt also, der Islam gehört nicht zu Deutschland? Nein. Nein. Warum? Wieso? Orient. Orientalisch, okay. Was denken Sie denn zu der heutigen Flüchtlingskrise bzw. Katastrophe? Katastrophe? Warum fliehen die Leute von da? Wegen dem Krieg. Wegen dem Krieg, ja. Und wer hat den Krieg gemacht? Sie selbst wiederum. Also, tschüss. Ja. Wow. Krass. Okay. Und wir haben heute ein Projekt und wir fragen Leute zu einem Thema Muslime in Deutschland. Okay. Und finden Sie, dass der Islam zu Deutschland gehört? Ich finde, die ganze Welt gehört zusammen. Deswegen, ich finde, man sollte das nicht an Religion festmachen, sondern an den Menschen. Okay, und die Muslime auch? Also, ich finde, wir gehören alle zusammen, egal welche Religion, da gehört Muslime dazu. Und was halten Sie jetzt von der aktuellen Flüchtlingskrise? Ich bin eigentlich ein bisschen genervt davon, weil da geht es um Menschen und dass da wieder irgendwas Religiöses draus gemacht wird, finde ich schlimm. Ja, weil ich denke mir, wenn hier jetzt Krieg wäre und ich müsste weg, wäre ich froh um jedes Land, das mich nehmen würde, so wie ich bin. Ja, das ist eine schöne Einstellung. Ja. Was denken Sie über den wachsenden Rassismus in Deutschland? Ja, das ist ganz schlimm. Also ja, mein Standpunkt dazu. Schönen Tag. Gerne. Einmal probiert. Jemand anderes. Ja. Haben Sie kurz Zeit? Nee, tut mir leid. Ehrlich zu sein, ich bin ein bisschen rassistisch. Deswegen, ich passe hier nicht. Über das Thema Muslime in Deutschland. Hätten Was betrieben in Deutschland? Muslime und Islam in Deutschland. Ach so, nee. Okay. Hier läuft was gar keine vorbei oder die wollen auch gar nicht. Guckt alle, habe ich den Eindruck, in eine Richtung. Also guck mal, einer da lang und einer da lang und dann sollte ich nicht mehr spazieren. Bad Dürkheim. Sozialarbeiter, Justizangestellte, Lehrer, Psychologen und Geistliche suchen Rat zum Thema Prävention religiöser Radikalisierung von Jugendlichen. Mustafa und Misbah sind als Referenten eingeladen. Träger des Symposiums ist das Paritätische Bildungswerk Landesverband Rheinland-Pfalz-Saarland. Star-Referent ist Ahmad Mansour, Psychologe und Bestseller-Autor. Sein Buch Generation Allah, eine kritische Auseinandersetzung mit dem islamistischen Terror, hat ihn bekannt gemacht, ihm aber auch Morddrohungen eingebracht. Denn Mansour scheut sich nicht, gefährliche Salafisten öffentlich zu kritisieren. So etwa den deutschen Islamprediger Pierre Vogel aus Frankfurt.
Buchstabenglaube bedeutet, die heiligen Texte dürfen nicht in Frage gestellt werden. Sie dürfen nicht kritisch betrachtet. Die dürfen nicht in einem historischen lokalen Kontext verstanden, sondern man muss sie buchstäblich verstehen und leben. Das ist an sich etwas, was man in vielen anderen Religionen auch findet. Das ist auch ein Teil der Entwicklung. Man findet das auch unter eine bestimmte Islamverständnisse. Wenn man schaut zum Beispiel, was hier Bea Vogel zum Beispiel zum Thema zu sagen hat, dann klingt das da so. Der Islam ist die Wahrheit. Und wenn es die Wahrheit ist, dann ist es egal, ob es dir gefällt oder nicht. Du musst die Wahrheit folgen. Blind folgen ist gefährlich. Diese Islamverständnis und diese Buchstabenglaube schafft keine mündigen Menschen, die selber denken, die selber ihre moralischen Vorstellungen interpretieren, sondern sie müssen sich bestimmten Menschen orientieren, die die Wahrheit besitzen. In diesem Fall ist das Bea Vogel, in anderen Fällen kann das eine bestimmte Imam oder Gelehrter sein und so weiter und so fort. An sich ist das gefährlich, weil manche Jugendliche, und da rede ich nicht von Muslimen, sondern insgesamt, diese Buchstabenglaube sehr attraktiv finden. Jugendliche, die mit der Entscheidung treffen, überfordert sind. Jugendliche, die vielleicht sich unterordnen wollen. Frauen, die Emanzipation als etwas belastend sehen, die keinen richtigen Weg gefunden haben, finden so eine Buchstabenglaube oder die Verantwortung abzugeben sehr, sehr interessant und gut und machen auch mit. Ich denke, jeder kann von uns d'accord damit gehen, wenn ich sage, wir müssen muslimische Jugendliche in der deutschen Gesellschaft integrieren. Integration ist für mich, wenn ich mich an einem bestimmten Ort beheimatet fühle. Und ich denke, wenn wir dieses Gefühl muslimischen Jugendlichen auch geben können, haben wir eigentlich das Ziel erreicht. Weil ich kann mir sehr, sehr schlecht vorstellen, dass jemand ausreist, dass jemand gegen eine bestimmte Menschengruppe ist, wo er mit selbst aufgewachsen ist und sie dann schaden möchte, wenn er diesen Ort bzw. die Menschen, die in diesem Ort leben, als seine eigene Heimat betrachtet. Und wenn ich sage, von Prävention spreche, dann meine ich, dass wir da ansetzen müssen. Aber wieso schließen sich Frauen so eine frauenverachtende Ideologie an? 20%. Die Gründe sind unterschiedlich. Es gibt Frauen, die ausreisen, weil sie unbedingt ihre Männer nachweisen wollen. Es gibt Frauen, die ausreisen, weil sie hier in Deutschland das Gefühl haben, dass sie nicht dazugehören, dass sie immer wieder diskriminiert werden. Stellen Sie sich vor, eine Frau mit einer Burka, die in diesem Land lebt und immer wieder angemacht wird, schief angeguckt, sie findet keine Arbeit und so weiter und so fort. Und dann kommt die ES und sagt, bei uns kannst du als Muslima leben. Du wirst unter Gleichen sein, du wirst nicht unterdrückt. Und dann gibt es Videos und die ES-Propagandamaschinerie, sie bezieht sich nicht nur auf diejenigen, die irgendwie Kalaschnikow in der Hand haben wollen, sondern auch Frauen, die da islamisch leben wollen. Und dann entstehen Videos, wo Supermärkte, Straßenmärkte, Kindergarten, Apotheken entsteht und dann kann die Frau so normal leben, wie sie will in Raqqa. Da werden keine bombardierten Häuser und so weiter und so fort gezeigt. Bevor wir über Dschihad reden, frage ich erstmal die Runde, was verstehen Sie denn über Dschihad? Und dann nehme ich meine Quellen, belege das und sage, Dschihad bedeutet, dass wir inneren und äußeren Frieden sichern. Wenn das das Ziel ist, dann ist das gemäß unserer Theologie, gemäß unserer islamischen Lehre Dschihad. Wenn es aber Unheil, Unruhe, Terror, Unglück, Leid produziert, dann können wir das nicht theologisch als Dschihad bezeichnen. Es ist vielleicht was anderes, aber Dschihad ist es nicht. Jetzt kommen natürlich Extremisten und Radikale selbstverständlich auf die Idee, das alles zu instrumentalisieren. Aber wenn Sie als Fachleute wissen, was der Dschihad bedeutet,
welche grobe Theologie dahinter steht, dann können Sie natürlich das Gespräch beginnen und anfangen. Was Radikalisierung angeht, habe ich das Gefühl, dass wir mit Politik zu tun haben, die mit Realität nichts zu tun. Wir haben mit Politiker und Politikerinnen zu tun, die einfach den Alltag, die wir in Schulen haben, den Alltag in vielen Familien haben, gar nicht kennen und gar nicht kennen wollen. Wir reagieren immer wieder mit Aktionismus. Nach Anschlägen geben wir hier und da ein paar Millionen Euro frei, um Projekte zu installieren, um super sexy Bilder zu produzieren. Aber das sind keine flächendeckende Angebote. Wir haben noch nicht verstanden, wie entstehen solche radikalen Tendenzen, wie Präventionsarbeit aussehen soll. Das ist verbunden mit Schulreform, das ist verbunden mit Umdenken, das ist verbunden mit riesen Aufklärungskampagnen, die wir jetzt brauchen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Politiker noch nicht so weit sind, dass sie verstehen, worum es hier eigentlich geht. Mainz-Hechtsheim. Hier baut die muslimisch-bosnische Gemeinde eine Moschee. Mit viel Eigenleistung, finanziert von Spendengeldern. Was ist jetzt? Refat Halilovic, Vorsitzender der Gemeinde, empfängt den Imam von Baltimore. Misbah und Mustafa hatten den Imam in den USA kennengelernt. Mit ihrer Hilfe will er sich nun einen Eindruck von dem Leben der Muslime in Deutschland verschaffen. Hier erkennt man ja auch, diese vordere Wand hier soll eine offene Bucht darstellen, eine Koran. Ja? Mhm. Das wollen wir hier in Mainz verbinden mit Gutenberg, erste Buch auf der Welt. Und als ein Begriff für Muslime, Koran lesen, Schule und so weiter. Thema Beheimatung, dass man sich zu Hause fühlt. So that you feel here at home. I mean, then you don't feel like you're. Und dass das halt praktisch Identifikation schafft mit dem Ort, wo du lebst. Ja, an Identification to the place that you live in. So that's why they have this one. I'm trying to make it so if it's ordinary. It's wonderful. Von dem Eingang bis hierhin ist alles nur für die Frauen. Ja. Und wir befinden uns gerade in dem Bereich, wo für eine Frau gedacht ist. Ja. Das Gebetraum für die Frau. Sehr schön geworden in dieser Zeit. Und unten, wo wir vorher nicht konnten, ist für die Männer. Für Männer. Genau. Das hier ist, glaube ich, zu erkennen, dass das eine offene Bucht darstellt. Ansonsten ist das hier eine Kuppel, der von außen auch sehr gut zu erkennen. Hier ist eine Autobahn und von da aus sieht man es. Ja, in einer Spannweite von etwa 7 Meter ist das dann. Die Wand der Gebetsnische in Buchform sehe ich zum ersten Mal. Das ist wichtig, denn das erste Wort des Korans ist lies. Ich heiße Volkan Sökili. Ich komme aus der Türkei. Heute ist ein besonderer Tag für mich, nach 30 Monaten endlich mal rauszugehen, meine Tochter in meinen Arm zu nehmen und auch mal mit ihr etwas zu teilen und die Vorbereitungen dafür zu treffen, dass ich dann endlich entlassen werden kann für den Rest des Lebens hier aus der JVA 4. Und ich werde heute den begleiteten Ausgang machen mit Herrn Cimşit. Das ist unser religiöse muslimische Seelsorger, was auch sehr wichtig ist in der JVA, weil wir leider als Muslims das Problem haben, in der JVA Kontaktpersonen zu finden. Ja? Salam alaikum, hocam. Oh, du bist mir zuvor gekommen. Alaikum salam. Wie geht's? Heute ist unser Tag, ne? Hast du soweit alles fertig? Ich habe alles fertig. Was müssen wir jetzt tun? Was die? Ich muss noch meinen Personalausweis, den Schlüssel unten abgeben. Okay. Dann müssen wir zu Kammer umziehen.
Weil mit den Klamotten darf ich nicht raus. Klar, du musst noch deine normalen Kleidung anziehen. Ja, und dann, wie es rausgeht, keine Ahnung, weil ich bin mit dem Bus reingekommen. Ah ja, du wirst jetzt mal die Welt neu erkundigen, ja, wie es draußen wirklich aussieht. Okay. Geh mal. Auf geht's. Hi, Dirndl. So, bitteschön. Ist kalt, ne? Ist richtig kühl. Verdammt kalt. Und ich hoffe, dass das Auto warm ist. Ja, ich habe ja Sitzheizung im Auto. Kann ich schnell auf. Aber das. Also die. So, wir werden das Mittagsgebet gleich verrichten, inshallah. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Der Traum ist natürlich immer da, wenn man mal einen Tag die JVA verlassen kann oder zwei, drei Tage. Bis jetzt war es gut, mal etwas anderes als die Uniform der JVA zu sehen, mal etwas anderes als die Gitterstäbe zu sehen und freie Luft zu atmen. Die Luft drinnen ist etwas anderes als wie außen. Natürlich können das die Leute nicht verstehen, aber obwohl es die gleiche Sauerstoffmenge hat, ist es drinnen etwas anderes. Es ist erstickender. Das sind Entlassungsvorbereitungen. Wenn ein Gefangener gegen Ende seiner Haftzeit angekommen ist, dann beginnen die sogenannten Entlassungsvorbereitungen. Im Zuge dieser Entlassungsvorbereitung soll er immer wieder einige Stunden rausgehen und sich auf seine Zeit nach dem Gefängnis vorbereiten. Ich habe jemanden kennengelernt, ja, tatsächlich in der JVA Würzburg. Und der hatte auch überall Tattoos, die ganzen üblichen Tattoos, was die Rechtsradikalen haben. Und er war der Ansicht, dass ich doch bei denen mitmachen soll. Als Deutscher sollte man das machen. Als reinrassiger, blauäugiger, blonder Deutscher muss ich das machen. Da habe ich ihm gesagt, du schätzt mich falsch ein. Es tut mir leid, dass ich blond und blaue Augen habe, aber ich bin Türke. Und bis ich ihn überzeugt habe, dass ich wirklich Türke bin, hat er mir das nicht geglaubt. Das Problem ist einfach, in den JVAs versucht jeder, irgendwo hinzuziehen. Diese Hinzerrung, wenn man ein Halbwissen hat, mit diesem Halbwissen gefährdet man Leute. Und dieses Halbwissen wird mit dem anderen Halbwissen nochmal verdoppelt, ist dreimal so gefährlicher als normal. Ja, als muslimischer Seelsorger, der jetzt seit 4 Jahren in dieser Arbeit drin ist, ist klar, dass ich nach den muslimischen Werten meine Äußerungen und meine Gedanken mit den Gefangenen teile. Das heißt, ein Weg der Mitte. Weder rechts noch links, weder religiös extrem noch Hass auf religiöse Menschen, sondern ein Weg der Mitte, die goldene Regel, was man dem anderen, was man für sich selbst wünscht, auch für den anderen zu wünschen und Frieden stiften zu leben. Da sind auch psychologische Faktoren, die eine Rolle spielen, wie fehlende Vaterfigur, depressive Stimmung, Persönlichkeitsstrukturen, fehlende Bindung in den Familien. Alle diese Faktoren spielen eine Rolle. Wir können nicht nur von Rassismus und Diskriminierungserfahrung reden. Wir können nicht nur von psychologischen Faktoren reden. Wir reden hier von komplexen Faktoren, die miteinander verknüpft sind, die zur Radikalisierung führen. Deshalb finde ich, dass die Präventionsarbeit, dass die Bekämpfung von Radikalisierung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, wo allen angefragt sind, um das zu verhindern, um Gegennarrativen zu schaffen und diese Jugendlichen viel früher zu gewinnen, bevor das die Islamisten tun.